Season 2 von Warzone und MW2 wird verschoben. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr habt richtig gelesen, gehört, Season 2 wird verschoben. Warum, weshalb, behandeln wir es hier. Wir sind nachher live auf Twitch, circa ab 20, 21 Uhr. Kommt rein und supportet mich. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und zwar wurde mal wieder gedatamined. Der Twitter-User CODs, Blots, LMGs, Link unten in der Videobeschreibung, hat gedatamined und hat ein Bundle im Shop gefunden für die Season 1. Ganz wichtig. Dieses Bundle soll am 2. Februar rauskommen. Aber eigentlich sollte am 1. Februar die Season 1 kommen. Bedeutet, es könnte relativ schwierig werden für die Season 2 am 1. Februar, wenn es noch ein Bundle einen Tag später für die Season 1 gibt. Dieses Bundle geht bis zum 15. Februar. Bedeutet, in dieser Zeit kann logischerweise die Season 2 nicht erscheinen. Also wird der Startzeitpunkt wahrscheinlich der 15.2. sein. Aber wer ist dieser Twitter-User? Es wäre eigentlich jetzt nicht so interessant, wenn es nicht von Charlie Intel selber auch bestätigt werden würde. Und zwar hat diese auch gepostet, dass wahrscheinlich Season 2 verschoben wird durch Data Mines. Damit meint er natürlich die Data Mines, die ich euch gerade erklärt habe von COD Splits. Aber ihr wisst, Link unten in der Videobeschreibung. Und diesem sogenannten Bundle. Charlie Intel hat sehr, sehr gute Quellen. Er postet eigentlich nur, wenn er sehr, sehr sicher ist. Ich denke, er hat es abgefragt und so wird es auch sein. Bedeutet, sie wird auf jeden Fall verschoben. Was spricht jetzt noch dagegen? Und zwar der Battle Pass in Call of Duty Modern Warfare und Warzone. Der ist immer noch auf den 1. Februar eingestellt. Aber der Twitter-User, oder es gibt einen Twitter-Account, PlayStation Game Size, die twittern immer, wenn neue Updates auf die PlayStation geladen werden sozusagen. Und das ist halt ein öffentliches Search, also man kann es öffentlich ansehen. Und der hat auch getwittert, dass ein COD-Update rauskommt, sozusagen. Viele haben gedacht, das ist das Season 2-Update, aber jetzt kommt der Punkt, er hat einfach mal sich die Größe angeschaut, was man vielleicht auch mal hätte vorher machen können, was relativ logisch ist. Und da hat diese Größe von dem Update, und zwar das 1.13-Update, 12 MB, sprich 12 Megabyte. Das ist natürlich viel zu klein für ein Season 2-Update. Bedeutet, es könnte einfach nur die Aktualisierung von dem Battle Pass sein. Und das könnte heute Abend oder morgen passieren. Wir werden das live auf Twitch sehen. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir schon deshalb ab 18.30 Uhr live gehen sollen, weil ich denke, wenn, dann wird es ab 19 Uhr rauskommen. Schreibt mir das, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gerne rein. Und das bedeutet, dass wahrscheinlich die Season 2 wirklich auf den 15.2. verschoben wird, was ich sehr, 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 sehr lange finde, weil wir einfach 15 Tage noch länger haben, obwohl die Season eh schon sehr lange geht. Aber, was euch wahrscheinlich jetzt nicht viele sagen, ich denke gerade ein bisschen nach, was könnte der Grund sein? Die Rebirth Map. Ich denke, am 15.2. zur Season 2, je nachdem wann die Season 2 jetzt startet, wird eine Rebirth Map kommen. Und ich denke einfach, dass es da noch Probleme gibt. Sie sehen gerade die aktuellen Zahlen, dass die abstürzen und wollen diese einfach nicht verkacken, wenn ihr versteht, was ich meine. Und hoffentlich werden auch ein paar Bugfixes zu Warzone 2 noch hinzugefügt. Bedeutet, dass es einfach da noch ein bisschen Probleme gibt mit der neuen Rebirth Map, wo ich auch schon ein Video darüber gemacht habe auf meinem TikTok und so weiter. Wenn ihr darüber nochmal ein extra Video hier auf YouTube wollt, sagt es mir sehr, sehr, sehr gerne. Das sind alle Informationen. Ich will es gar nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein bisschen Liebe da. Wir sind auf Twitch live. Kuss, kuss, kuss.